Im Buch nennt man sowas Antagonist. Jemand, der aus Genau. einem ursprünglich guten Antrieb Böses tut. Springen wir mal die Drogen erstmal ab, genau. Wobei ich mich wundere, dass du überhaupt noch bei mir bist. Ja, ist wahrscheinlich größere Kraftaufwendung oder so. Du schaffst das nicht, Aiden. Doch, doch, wir schaffen das. Versuch was anderes. Links, links, links habe ich da. Ja, was ist das? Ja, du bist zu schwach. Hol Hilfe. Genau, hol einen Typen rein. Ja, nicht von oben. Vielleicht steht ja eine Wache draußen oder so. Also ich mach das gerade nicht, er guckt sich von selber um. Ach so. Wo ist der Rest vom Team? Vincent Nick. 3 Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde. Ah. Hey, ich habe noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Nachdenken, Junge. Denk nach. Er kann sowas machen. Von mir aus denkt doch der andere Typ nach. Ihr meint, ihr müsst doch mal auf irgendwas kommen jetzt hier. Cole hier. Hallo? Ja, Aiden in der Leitung. Hallo? Hallo? Genau. Hör mich! Hör mir zu! Jody braucht deine Hilfe. So dumm können die doch nicht sein. Spätestens jetzt. Also, hallo. Ja, das müssen die doch. Komm, den Alkohol aus dem Kopf schütteln und endlich mal nachdenken hier. Sind die so bescheuert oder was? Ja, gerade die beiden, die das ja alles hautnah mitbekommen haben, ne? Ja. Warum guckst du den jetzt auf den Arsch hier? Ich kann nichts mehr machen. Super. Sind hier Existenzen im Labor? Oh. Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Ja, außer einer. Jetzt Aiden? Denk mal nach. Aiden, genau. Bist du es, Aiden? Ja. Ja. Das ist echt witzig. Was sollte Aiden hier machen? Euch dumm anmachen. Denkt mal nach. Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Komm mit. Führ uns zu Jody, Aiden. Zeig uns den Weg. Ja, zeig uns den Weg. Kann man hier irgendwas explodieren lassen oder so? Oder die Tür öffnen? Die kommen raus, das gut. Kommt. Komm, komm. Und jetzt? Komm mit, da. Hier lang. Aber du musst runter, ne? Du musst die irgendwie zum Aufzug führen. Da ist der Aufzug. Ja. Das hat nicht gewirkt. Das war aber nichts. Ja, mach die Tür auf. Okay, verstehe. Tust du das wirklich? Ich habe kein großes Vertrauen in dich, ganz ehrlich. Das hat doch der Einäugige gerade gesagt, oder? Ja, genau, mit dem Aufzug. Du willst, dass wir den Aufzug nehmen? Ist das richtig? Ja. Ja. Nicht fragen. Einfach machen. Warte, wird eins runter. Nein. Eins runter. Nee, dahin. Ach so, nee. Die auf der zweiten haben sie einen geschnappt. Ja, okay. Ich weiß natürlich nicht. Aber du bist doch nur eins höher gekommen gerade, oder nicht? Kannst du den vielleicht übernehmen? Keine Ahnung. Muss ich das? Ja, sonst kommen die ja nicht an dem vorbei, oder? Die Kamera musst du vielleicht auch noch zerstören. Und den Alarm oder was das da ist? Kamera. Shit, Tanz. Eine Wache. Lass mich machen. Warte mal. Kann ich helfen? Cole Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm. Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung.
Lass mich das machen. Ja. Schleust uns an ihm vorbei ein. Ja, ja, mach ich. Macht er. Er da. Tisch 42, hallo? Hallo? Oh, stufen wir mal höher, ja? Wir können. Hoffentlich. Ist sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton. Aber er hatte schon gesagt, er hat Level 3, ne? Ja, yeah, aber es könnte trotzdem ein Fehler sein. Tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Tut mir sehr leid. Gehen Sie durch. Danke. Schnell halten. Führ uns zu Jody. Aber krass, wie der Buchstaben eingeben kann, nur bei dem Monitor. Ja, woher wollen wir jetzt wissen, wo die überhaupt ist? Eigentlich. Ja, ja, das ist ganz wichtig. Das ist, glaube ich, Alarm. Gut. Und jetzt? Da ist noch einer. Musst du den nicht auch machen? Da oben? Nee, ich muss hier. Warte mal, warum muss ich da unten was machen? Das ja, um zu zeigen, da, wohin. Da war irgendwas. Aber ich warte, weiß nicht, wo die ist. Guck doch erstmal nach, wo die ist. Ja, hier, hier drüben ist die. Ach stopp, ja, wir sind verkehrt. Ja, guck doch mal erst. Da wir gehst du zurück, oder? Ja, aber ich muss andersrum. Kommen die auch hinterher? Nee, mach mal oben die Dinger kaputt erstmal. Ah, die kommen nicht hinterher, scheiße. Ja, guck erstmal. Nee, warte mal, wo geht denn dein Strahl hin? Wir sind ja auch blöd. Der geht rüber, zur anderen Seite. Ja, das aber siehst du ja so nicht. Aber ich kann auch von hier rüber gehen, bitte. Hier geht's auch durch. Wir müssen dahin. Mach trotzdem die Alarmanlagen kaputt. Das sag ich dir jetzt schon zum vierten Mal. Ja, aber die kann ich nicht. Die sind nicht da. Die haben keine Punkte. Das sind ja die Türdinger. Ja, aber achte da immer drauf. Da. Ich dachte, das sind Alarmanlagen. Aber es sind noch sehr viele für Alarmanlagen. Aber es geht nicht auf, oder? Ja, die müssen erstmal kommen. Jody ist hier? Ja. Ja. Denken wir. Jody! Sie ist raus! Komm her. Nathan! Er deaktiviert das Eindämmungsfeld! Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Zu spät. Ich finde immer krass, wie diese Zwischensequenzen so völlig grafisch Eindämmungsfeld. Unten sind. Er hat's getan! Brauchst du Hilfe? Nein, ist okay. Komm, lauf. Ich weiß nicht wohin, aber wir folgen dem uns mal einfach. Beeilung! Los, weg hier! Wir werden den ganzen Laden evakuieren müssen! Wo müssen wir denn hin? Geh mir doch mal aus dem Weg raus, ich will die Welt retten hier. Ich denke mal, die wissen schon, wo wir sind. Wir haben vielleicht eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Vielleicht ist es auch zu spät. Es ist nie zu spät, mein Held. Nie zu spät. Kraft. Genau. Sie waren es! Scheiße! Genau, die dürft ihr alle töten. Die waren es! Nur die mit dem weißen Kittel und die mit den schwarzen Anzügen. Der Schild funktioniert nicht! Die Männer im Blick. Alle schuldig, die arbeiten alle hier. Nur sie können das. Den dürft ihr auch töten. Das ist wahnsinnig, das Feld ist weg. Jetzt verjagen sie diese gottverdammten Monster los! Komm mal mit, ich schieb dich da rein. Ich sollte sie töten, Macbeth. Ja, töte ihn. Was die Infrawelt braucht, ist so ein Mistkerl wie sie. Gehen Sie mir aus dem Weg. Clayton! Sie werden mich sofort rausbringen, Clayton! Action, Clayton, das ist dein Befehl! Der kann Gedanken. Verstehen Sie das als meine Kündigung? Sie gehen alle drauf hier. Wir werden allen sterben! Schade, ich dachte, da kommt jetzt was Schwarzes und frisst ihn auf oder so. Gehst du mir mal aus dem Weg? Ich muss die Welt retten, Mann! Was ist mit dir, Junge? Kannst du da irgendwas bewirken oder so? Wir schauen uns erstmal.
mal gemütlich um, was hier passiert. Ja, wir brauchen gar nicht laufen. Warte mal, war da vorne gerade ein Punkt an dem Bild? So ein Kaffee vielleicht irgendwie so. Naja, ja, ich wollte nur mal gucken, bevor ich dich jetzt hier aus. Es funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Haltet die Klappe. Warte. Ich kann nicht einstellen. Eine Sache kann ich noch versuchen. Was denn? Was denn? Ich bin auch dabei. Ja, da. Oh. Ja, hallo, Steuerung. Du kannst mit der nicht gerade oder im Bogen laufen. Das ist... Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Kaum, das ist Wahnsinn, Kaum. Wir müssen raus, erst das Militär bezahlen für den Mist. Nimm Jody, nicht! Cole hat recht. Anders geht's nicht. Aber das Militär soll trotzdem bezahlen. Ja. Ryan? Da waren doch gerade noch zwei, ne? Ich wollte schon immer einen Helfer tot sterben. Ja, aber nicht. Bitte verlassen Sie umgehend das Gebäude. Ich wiederhole. Verlassen Sie umgehend das Gebäude. Ich mag ihn trotzdem nicht wirklich. Vor allem gerade mit den Aktionen, wie er sich verhalten hat. Hm. Ich meine, auch die Arschlöcher können am Ende noch zu Helden werden, ne? Aber. Naja. Die Betasonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Lass einen mal machen. Hoffentlich. Ich meine, ich weiß ja nichts über das Spiel. Ich meine, vielleicht haben sie irgendwas dagegen und wir müssen jetzt alle einen Heldentod sterben. Das kann auch sein. Kann auch sein, ja. Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen. Du solltest vielleicht nicht so laut sein. Dann los! Geh weg, los, du siehst mich nicht. Haben die was von Alien. Die sehen uns! Los, dann lauf! Okay. Fuck! Jody, sie kommen! Alien, kann ich dich einschalten? Ich kann nichts machen. Nein! Nein! Ja? Nein! Was willst du mir für ihn tun, Jody? Ich hätte ihm helfen sollen. Ich wollte ihm ja auch gerade helfen. Ich hätte ihn retten können. Ich hätte einen Schutzschirm über mir rummachen können. Aber sie hat sich schnell von den Drogen erholt, mal nebenbei, ne? Hm. Wir sollten hier schnell raus. Ich würde gerne weiterhin noch demotiviert und trauernd auf dem Boden hängen. Eigentlich würde ich das nicht tun. Ich würde ihm am liebsten die Fresse einhauen, dem Typen, aber. Also dem hier, nicht dem anderen. Ja, ja. Nee. Schon klar, den. Vielleicht
gleich müssen die sich nach und nach opfern und ich bin als Einzige da. So machen die das in Filmen immer. Obwohl, ich bin ja nicht. Die Betasonne. Nein, ich bin bei dir. Los, ziehen wir es durch. Genau, der läuft einen Meter hinter ihr und hat sich dann in Luft aufgelöst. Helen! Was steht der mit der Pistole? Hat er sich umgebracht oder was? Nee, will sich wahrscheinlich umbringen. Ich rufe sie, aber keiner kommt! Du! Verloren für immer, nur weil du die Wahrheit nicht erträgst! Ich vermisse sie! Ich vermisse sie so sehr! Lass mich vorbei, Nathan! Der Kondensator muss vernichtet werden! Du weißt, das ist der einzige Weg! Womit die Frage geklärt wäre, ob er sich schon erschossen hat. Nee. Ach, ich hab euch vermisst. Ich hab euch so vermisst. Nur du kannst das Chaos beenden, Jody. Tu es. Tu es für mich. Jody, fuck, da bist du. Was war los? Seine Suche ist jetzt vorbei. Komm mit. Also Schatz, hör mir jetzt gut zu. Wenn ich vor dir sterben sollte, dann suchst du dir gefälligst eine neue Freundin, verstanden? Nein. Doch, du darfst trauern und alles ist okay, aber du lebst dann dein Leben weiter und suchst dir wieder eine neue Liebe. Nein. Doch. Du wirst nicht elendig oder verbittert sein und du wirst mir auch nicht nachkommen. Doch. Nein. Ich will keine neue Liebe. Die hast du eh nur auf der Seite der Erde. Danach bin ich nicht da. Nein, du bist immer da. Ich wäre dein schlimmster Alter. Genau.
Ey, ich klebe am Stuhl fest. Wir haben 36 Grad. Ja, Action. Aber doch nicht bei dem Wetter. Oh. Nimmt ihn. Verfluchte Monster. Ohne Dämmungsgürtel wären wir tot. Okay. Mein Eindämmungsfeld ist kaputt. Was? Ganz sicher? Check die Bedienung. Ich sag doch, es funktioniert nicht. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Denk nach. Mir muss was einfallen. Ja, er bindet jetzt sein, so ganz heldenmäßig. Fuck. Hier. Das ist so vorhersehbar. Nein, nein, was soll das? Du hast die beste Chance zur Zerstörung der Petersonne. Jetzt nimm das und tu es. Diese Dinger werden dich zerreißen. Nimm das dämliche Ding und zerstör sofort den Kondensator. Gut, dass ich mich hier entscheiden musste. Ich hätte ihn genommen. Geh jetzt, bevor ich es mir anders überlege. Denk an den Indianer. Vielleicht tut sie das ja, während sie ihn küsst. Sie denkt an den Indianer. Wer weiß. Ja, genau. Hallo? Ja, ich habe kurz die falsche Taste gedrückt. Ich weiß. Warte. Du schaffst es. Ich kann die gerade gar nicht bewegen. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Es geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Es ist niemals zu spät. Wenn du tot bist, vielleicht schon. Ja, dann ja. Solange du nicht tot bist, ist es nicht zu spät. Auch nicht für die Liebe. Also das sind gar keine Seelen, das ist ihre Last, die sie wahrscheinlich jetzt versucht zurückzuhalten, ja? Mhm. Schuldgefühle oder sowas. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe dazu. Was? Hau in meine rein! Sie verbrennen. Da ist der Kondensator. Ich bräuchte es heute noch, dieses Mistviech da geküsst zu haben. Ja. Sie sollte doch nur Spaß haben. Ich meine, sie war noch nie draußen. Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jody, diesmal gibt es richtig Ärger! Gib mir mein Kind zurück! Ganz ruhig, Nora! Ich will sie sehen! Meine Tochter! Meinen Jungen! Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Der Zwilling! Er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt! Wir konnten nichts für ihn tun! Ich will meinen Sohn sehen! Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich habe dich geliebt und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir.
Okay, meine Theorie mit dem Außerirdischen war dann wohl doch nicht ganz so. Muss ich mich jetzt für eine Seite entscheiden, oder wie? Ja, das sieht so aus, als wenn du jetzt entweder da oder dahin. Ja, und was ist was? Rechts sieht so düster aus? Ja, rechts scheint diese andere Ebene zu sein. Oder also links sind die normalen Seelen, nehme ich mal an. Hoffe ich doch mal. Ich, ja. Oder die verarschen mich jetzt. Das weiß man nicht. Es sieht auf jeden Fall schöner aus auf der Seite. Die andere Seite. Eine andere Welt. Okay, der eine ist gestorben. Man wird zum Wind, zu Sternen, zum Universum. Kritz. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Kann ich nicht einfach da bleiben, wo ich bin? Und da stehen bleiben? Aber die haben ja gesagt, die... Ich muss mir das jetzt aber angucken, ja, wenn ich das richtig sehe. Du musst jetzt gucken, was auf der anderen Seite ist. Das ist wahrscheinlich jetzt das Leben. Leben. Fühlen. Mich verlieben. Ich liebe dich, Jodie. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Es gibt nur eine Entscheidung. Ja, sie kommt ja sowieso ins Jenseits. Also warum sollte ich mich nicht fürs Leben entscheiden, ne? Ja. Das wäre ja Blödsinn. Aber ihn lieben, da gehe ich vielleicht doch lieber ins Jenseits. Nein, okay. Vielleicht kannst du ihn ja auch abschieben. Und holst dir doch den Indianer. Keine Sorge, die warten auf dich. Und der Indianer lebt auch noch. Du hast noch eine Chance, Schätzchen. Ja. Warum bin ich Idiot auf Akzeptieren eingegangen? Nee, glaube ich nicht. Komm, Aiden ist fit. Aiden ist noch weg. Ach so, stimmt, der ist ja. Er ist weg jetzt. Scheiße. Wir leben. Was man so nennt, ne? Mhm. Aber dafür, dass das ganze Gebäude explodiert ist, war es nicht schlecht. Ja. Aiden? Ein Wunder. Wir haben es geschafft. Aiden? Ja, ich bin jetzt gerade noch zu ergriffen. Ich kann schon gar nicht mehr lesen hier. Ryans Erklärung angenommen. Ich habe gar keine Erklärung angenommen. Aber schön, ich meine, immerhin haben das auch 37% der anderen gemacht. Ach so, das war bestimmt dieser Mist, wo ich mich vertippt habe. Ja, 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 genau. Ihr habt es wenigstens verstanden. Ich habe wirklich nur falsch getippt. Ich wollte den nicht. Ich wollte, dass die mit dem Indianer zusammenkommen. Den Kohl konnte man auch heilen. Scheiße. Ja, das geht jetzt auf mein Konto, weil du dir gedacht hast, ach, den Arsch, den heile ich nicht, das ist mir egal da. 22% haben ihn nicht geheilt, ja, ja. Nein, nein, nee, das war doch der, wahrscheinlich wurde der überfallen von den Sphären da, oder nicht? Ach so, ja,
Wir konnten ihn ja nicht, er hat uns ja nicht da ihn retten. Also hätte ich, ja, so. Ich habe auf dich umgeschaltet doch und dann hat er mich ja weggezogen. Ja, aber es ging dann auf einmal nicht, genau, ja. Das war doch eine Scheiße. Also ich muss mal wirklich mal Wörtchen hier mit den Entwicklern reden, ne? So geht das. Der Rain hat überlebt, er ist ein Scheiß. Ja. Ich habe das Leben gewählt, das haben 82% nur Leute. Ganz ehrlich, seid ihr irgendwie depressiv oder so? Ich meine, 18%, die den Tod gewählt haben, obwohl sie noch ein Leben vor sich haben und dann sowieso in den Tod übergehen. Also in den Limbus sozusagen, ne, wo die ganzen Seelen drin sind. Mhm. Hallo? 71% haben das Geld angenommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, ich habe es ja schon gesagt. Es wäre ja dumm, wenn wir es jetzt nicht annehmen würden letztendlich. Weil, ja, ich meine, so hat, wenn er nicht verbrannt ist, so hat sie den Scheck wenigstens noch. Einlösen kannst du den ja immer noch. ja, wir haben Dawkins überzeugt, dass er Selbstmord begeht. Also das war jetzt nicht so unsere Überzeugung letztendlich, aber... vielleicht hätte ich am Anfang wirklich auch schon argumentieren sollen, dass er keinen Selbstmord begangen hätte. Vielleicht wäre er dann noch am Leben, das könnte natürlich sein. Hm. Aber ja gut, kann man natürlich so nicht. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er sich jetzt direkt umbringt oder so. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er mich einfach so kampflos durchlässt, bin ich auch ganz ehrlich. Aber immerhin 75%, die versucht haben, ihn zu überzeugen. Und 96%, die die Sonne deaktiviert haben. So, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, was haben die anderen 4% gemacht? Sich einen Kaffee geholt oder so in der Zeit? Also, die haben es nicht geschafft. Ja, bist du dann gestorben? Das wird mich ja... Wahrscheinlich. Aber ja, ich glaube, da kommt jetzt noch ein Kapitel, wenn ich so auf meine Steam-Übersicht jetzt hier schaue. Deswegen, also in der Liste, da steht nämlich noch was mit Epilog. Ich weiß nicht, ob das noch ein Kapitel ist oder nicht. Deswegen, ja, ist danach wahrscheinlich, also was dann noch passiert danach. Oh Gott, sag mir jetzt bitte nicht, dass sie ein Kind bekommen. Ja, mit Hochzeit und Kind und mit... Nein. Das vielleicht gehen die zusammen zu einem Abenteuer zu den Indianern und dann sieht ihr den einen wieder und sagt sich, ey, Junge, ich habe dich nie geliebt. Das habe ich dir schon öfter versucht zu erklären. Das war einfach nur so der Kurzschluss der Gefühle, weil die Welt eh kurz vorm Ende war und... Ja, mal sehen. Wir schauen mal rein. Ich glaube nicht, aber gut. Schau mal.